persons from them. As I understand you, a large number of applications came to the Goering office for release from concentration camps. Ich habe vorhin gesagt, dass die Suche um Entlassung aus den Konzentrationslagern an meine Abteilung nicht gekommen sind, sondern an das Staatsamt. An mich sind lediglich Gesuche gekommen und Beschwerden, in denen Leute baten, um Hilfe baten, da sie festgenommen worden seien, darunter auch Juden, die festgenommen werden sollten. And were those applications that did come to you numerous? Mein Sektor ist nur aus dem Bereich der Luftwaffe. Es waren ungefähr 10 bis 20 Anträge. And those applications were from persons who were threatened with imprisonment or had been imprisoned, or both. Es war teilweise Personen, die verhaftet waren, und teilweise Personen, die verhaftet werden sollten. And in each case, as I understand you, you intervened to help them. Ich habe nach Weisung des Reichsmarschalls in allen Fällen, die an mich gekommen sind, geholfen. And did you know of any other case that came to the staff in which help was not given to the imprisoned persons? Davon weiß ich nicht. Ich hörte nur von Dr. Kritzbach, dem Chef des Staatsamtes, dass auch solche Gesuche, die bei ihm einliefen, in menschlicher Weise erledigt worden sind. Now, were the persons that you intervened for innocent of crime, or were you helping people out who were guilty of crime? Das waren unschuldige Menschen, denen ich half. Yes. So it came to your notice that innocent people were being put in concentration camps. Ich bitte noch einmal die Frage zu wiederholen. It came to your notice that innocent people then were being put in concentration camps. Nicht gebracht wurden, sondern gebracht werden sollten. I thought you said you intervened for some who had been arrested. Ja, der war nicht in Konzentrationslager gebracht, sondern dieser, ich nenne den Fall ein praktisches Beispiel. Ein Kamerad vom Jagdgeschwader Richthofen namens Lüpper, der Jude war, ist von der geheimen Staatspolizei verhaftet worden. Also nicht ins Konzentrationslager gebracht worden, sondern zunächst von der geheimen Staatspolizei verhaftet worden. Sein Rechtsanwalt ließ mir Nachricht zukommen. Ich habe diesen Fall dem Reichsmarschall gemeldet und der Reichsmarschall gab mir Weisung, dass man diesen Mann wieder aus der vorläufigen Haft der geheimen Staatspolizei, das war in Hamburg, wieder entlasse. Er war also noch nicht im Konzentrationslager. And did you make any inquiries to whether the charge was true? Ich brauchte mich deswegen nicht erkundigen, weil die Entlassung keine Schwierigkeiten machte. Er wurde, als ich anrief,
Er wurde, als ich anrief, entlassen und stand dann unter dem Schutze von Hermann Göring. Who did you call up to get his release? Es wurde damals angerufen, der Vorstand der Geheimen Staatspolizei, der Geheimen Staatspolizeistelle in Hamburg. Den Namen weiß ich nicht. Das habe ich nicht persönlich gemacht, sondern mein Referent, Ministerialrat Dr. Böttcher. So that the Gestapo would release persons upon the request of Hermann Göring's office. Right? Nicht von Hermann Görings Büro, sondern der Reichsmarschall hat Weisung gegeben, nicht wahr, dass das gemacht werden soll, und dann ist das ausgeführt worden. I thought you said your assistant called up. Did Göring also call the Gestapo himself? Nein, er hat sie nicht selbst angerufen. In diesem Falle nicht. So that even though this man may have been guilty of the charge, if he belonged to the Luftwaffe, he was released on the word of the Reichsmarschall. Er war nicht Angehöriger der Luftwaffe, sondern er war Zivilist. Er war früher Kamerad von uns im Jagdgeschwader Richthofen. Er war während des Krieges nicht bei der Wehrmacht. But your instructions were to release all persons who were Jews or who were from the Luftwaffe? Is that your instruction from Göring? Der Reichsmarschall sagte mir immer, wenn ein solcher Fall ist, soll ich human handeln, und ich habe das in allen Fällen getan. Now, did you find that Jews were arrested that there were no charges against? In einem Falle, in dem Falle der beiden Familien Ballin in München. Diese beiden Familien, das waren zwei ältere Ehepaare über 70 Jahre. Diese beiden Ehepaare sollten verhaftet werden. Und mir wurde das mitgeteilt. Und ich trug das dem Reichsmarschall vor. Und der Reichsmarschall sagte mir, dass diese beiden Ehepaare ins Ausland zu bringen seien. Es handelte sich um die beiden Ehepaare Ballin, die seinerzeit im Jahre 1923, als Hermann Göring an der Feldherrnhalle schwer verwundet wurde, als er zurückging in ein Haus, wurde er von dieser Familie aufgenommen und ärztlich betreut. Und diese beiden Familien sollten verhaftet werden. For what? Und das ist durch Reichs. Die sollten verhaftet werden, weil allgemein war angeordnet, dass Juden in Sammellager kommen. And you knew of that order? Der Befehl kannte ich nicht. Es ist nur durch diese Beispiele, die an mich herangetragen wurden, nicht wahr, war es mir klar, dass dieser Abtransport stattfinden sollte. Den Befehl selbst habe ich nie gelesen und auch nie gehört, weil ich damit nichts zu tun hatte. Well, then it came to your attention that Jews were being thrown into concentration camps merely because they were Jews. Ich spreche hier nicht von Konzentrationslagern, sondern diese Leute sollten in Sammellager, nicht KZ. KZ ist ja ein Lager, wo Special camps, not concentration camps, special camps. Where were they going from there?
Where were they going das from weiß the special ich nicht, camp? Wo sie dahin gebracht werden sollen. And where was this special camp that you speak of? Das weiß ich auch nicht, wo die hingebracht werden sollen. Man sagt nur, die sollen ab.